und ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 2. Das ist die Regierungserklärung des hessischen Ministerpräsidenten. Vorsicht, Vertrauen, Verantwortung. Zwischen den Fraktionen ist vereinbart eine Redezeit von 20 Minuten. Und wir haben eine ebenfalls vereinbarte Rednerreihenfolge. Herr Ministerpräsident beginnt, dann kommt die SPD, dann Bündnis 90 die Grünen, dann die AfD, dann die Freien Demokraten, dann die Linke, dann die CDU und die fraktionslosen Abgeordneten, wenn Sie denn möchten. Herr Ministerpräsident, ich darf Ihnen das Wort erteilen. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Corona-Pandemie hält unser Land, wie fast die ganze Welt, nach wie vor im Griff. Und Deutschland und auch Hessen befindet sich seit einem Jahr im Krisenmodus. Die Menschen sind zunehmend pandemiemüde. Sie wünschen sich immer dringender eine Rückkehr zum normalen Leben. Und gleichzeitig werden sie jeden Tag überschwemmt mit einer ganzen Fülle höchst unterschiedlicher Meldungen. Nicht selten, gell, Herr Kollege, Sie werden mir noch öfters Beifall zahlen. Glauben Sie mir es. Aber kommen wir noch einmal auf den Einstieg zurück. Schauen Sie einmal in die Rolle eines Bürgers, einer Bürgerin. Jeden Tag eine Unzahl von Meldungen, häufig völlig gegensätzlich. Und dann eine ganze Reihe von Beiträgen, die man, und hier sind wir im Parlament, da muss man einen besonderen Blick drauf werfen, natürlich dann so zusammenfassen kann, also wenn es nur irgendwie richtig gemacht würde, wäre es doch viel besser. Und wer macht es nicht richtig? Im Zweifel die Politik. Und deshalb, meine Damen und Herren, das muss die Menschen verwirren. Das kann ich gut verstehen. Und dass das kaum einer mehr nachvollziehen kann, dass die Menschen verärgert sind, enttäuscht, ja manche sogar erzürnt, das kann ich noch besser verstehen. Und deshalb muss man zunächst einmal auf Folgendes hinweisen. Und das möchte ich heute tun. Und zwar in unser aller Interesse. Jeder von uns trägt auch eine politische Verantwortung. Die Lage, die wir seit jetzt fast einem Jahr haben, hatten wir noch nie. Wir haben viel gehört, es sei die größte Herausforderung seit Bestehen dieses Landes. Und das stimmt. Und gleichzeitig tun wir so, als müssten wir an dieser und an jener und an diesem Schräubchen nur drehen, und alles wäre ganz einfach. Das Gegenteil ist der Fall. Wir hatten so etwas noch nie. Es gab keinen Masterplan. Es gibt und gab auch keine Grundlage, auf die man hätte zurückgreifen können, um zu sagen, schaut, das hat sich seinerzeit bewährt, das machen wir jetzt wieder so. Noch nie haben wir ein ganzes Land getestet. Noch nie haben wir ein ganzes Land geimpft. Noch nie haben wir so tief in die Grundrechte eingeschnitten wie in diesen Monaten. Das muss man sich immer mal klar machen. Und wenn man sich das klar macht, meine Damen und Herren, dann kann man auch verstehen, diesen Zwiespalt, dass auf der einen Seite wir handeln sollen und müssen und auf der anderen Seite Auslauf, Verlauf und weitere Entwicklung dieser Pandemie niemand genau voraussagen kann. Und auch die Wissenschaft hilft uns nur in Maßen. Und wenn man sich das einmal klar macht, dann wird es auch deutlich, dass wir nie daherkommen sollten nach dem Motto, wir wüssten alles schon. Es wäre jetzt nur eins zu eins endlich noch zu handeln, möglichst unbürokratisch. Das reicht nicht. Und ich habe mir vorgenommen, heute genau auf diesen Punkt einmal einzugehen. Natürlich wird man im Rückblick feststellen, dass man dieses oder jenes, hätte man das vorher alles schon gewusst, sicher hätte anders machen können, vielleicht sogar müssen. Und damit mich niemand missversteht, ich möchte nicht Versäumnisse oder Nichthandeln kleinreden, aber ich möchte schon einmal sagen, in einer solchen Situation, wie wir sie noch nie hatten, für die es keine Blaupause gab und in der man auch nicht weiß, was konkret übernächste Woche ist, kann man doch mit Sinn und Verstand nicht erwarten, dass alles und jedes auf Anhieb 100% klappt. Niemand würde in einem anderen Bereich eine solche Forderung aufstellen. Und wenn man das sich einmal klar macht, sage ich trotzdem, Deutschland und auch Hessen ist durch diese Pandemie bisher vergleichsweise gut gekommen. Meine Damen und Herren, ja, mich bedrückt und es schmerzt,
jeder, der an Corona erkrankt oder gar verstorben ist. Ich verkenne auch nicht die erheblichen Folgen, die das Ganze für unser wirtschaftliches, kulturelles, soziales und privates Leben hat. Aber, meine Damen und Herren, gerade wenn wir uns in Europa mal umschauen und mal schauen, wie es dort lief und läuft, bin ich der festen Überzeugung, dass wir insgesamt nicht schlechter, sondern in manchen und in gar nicht unwichtigen Bereichen besser durch diese Krise gekommen sind. Und was mir besonders wichtig ist, unser Gesundheitssystem wurde zu keiner Zeit überlastet. Der Umfang unserer Wirtschaftshilfen ist so hoch, wie in keinem anderen Land Europas. Die vielfältigen Maßnahmen, die wir getroffen haben, die haben gewirkt. Und auch wenn bei uns die Zahlen jetzt wieder steigen, sie sind im Schnitt ungefähr halb so hoch wie im europäischen Durchschnitt. Und wenn man dies alles zusammennimmt, meine Damen und Herren, haben wir Anlass, genauer hinzuschauen. Und ich möchte gerne Sie zum Bündnispartner gewinnen. Ich möchte Sie zum Bündnispartner gewinnen, dass wir bei der Vielzahl der Meinungen, Meldungen, die die Menschen irritieren, die sie nicht mehr einordnen können, dass wir vielleicht einmal den gemeinsamen Versuch unternehmen, nicht alles und jedes mies zu machen. Wer alles nur mies macht, der übersieht das Positive, aber vor allen Dingen hat er keinen Kompass für das, was der richtige Rahmen ist für die Entscheidungen der Zukunft. Meine Damen und Herren, wir leben vom Vertrauen. Wir leben vom Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger, alle. Und ich kann nur jedem sagen, wer glaubt, dass er durch eine gelegentliche Bemerkung alles in die Tonne zu treten, davon auf Dauer profitieren wird, wird sich täuschen. Und deshalb, ich übersehe nicht die Herausforderungen, die seit Monaten in weiten Bereichen unserer Gesellschaft bewältigt werden müssen. Das gilt auch für alle. Das gilt öffentlich, das gilt privat und es gilt für die ganze Gesellschaft. Und was mir heute auch besonders wichtig ist, das gilt ganz besonders auch für die junge Generation. Wenn wir schauen, dass bei dieser Bevölkerungsgruppe, für die der soziale Kontakt noch so wichtig ist, auf ein Minimum reduziert ist, wenn wir den Austausch untereinander gerade in dieser wichtigen Phase der Selbstfindung junger Menschen ernst nehmen, dann muss man das besonders bedrücken. Und wenn Sie dann noch hinzunehmen, dass alle Freizeiteinrichtungen mehr oder weniger geschlossen waren, und dann nehmen wir noch hinzu, dass der Ort, wo gerade dieser soziale Austausch ganz stark stattfindet, nämlich an den Schulen, entweder gar nicht oder nur sehr eingeschränkt stattfindet, dann kann man verstehen, was da passiert. Und mir ist es persönlich ein großes Anliegen, dass diese Generation Corona nicht zur ausgebremsten Generation wird, wie das Theresa Sickert in ihrem Beitrag im Deutschlandfunk sehr eindrucksvoll beschrieben hat. Ich kann es nur jedem empfehlen. Und deshalb, meine Damen und Herren, ja, wir wollen und wir müssen handeln. Die spannende Frage ist immer nur, wie. Auf der einen Seite warnen uns die Virologen und nicht nur die Virologen, sondern zum Beispiel die Intensivmediziner, die Weiterentwicklung dieses Virus und seiner Mutationen nicht zu unterschätzen. Die Intensivmediziner warnen jeden Tag, auch heute. Und sie fordern uns ausdrücklich auf gar keinen Fall weitere Öffnungen zuzulassen. Wollen wir das einfach zur Seite legen? Nicht beachten? Jeder in seinem Tunnel marschieren in der Hoffnung auf eine billige Schlagzeile? Das kann unsere Lösung nicht sein. Also gehen wir damit sorgfältig um, meine Damen, wenn Sie mir weiter Ihre Aufmerksamkeit schenken. Auf der anderen Seite haben wir die Situation, dass die Geduld der Menschen immer geringer wird und mit den Einschränkungen der Kollateralschaden immer größer. Das ist nicht nur ein völliger Widerspruch, das ist für die Politik ein Dilemma. Und wenn Sie sich Umfragen von heute ansehen, exakt 50-50, die einen, die fordern, auf gar keinen Fall was zu öffnen, eher zurück. Und die anderen mit gleicher Intensität, wir haben die Nase voll, macht endlich weiter auf. Genau halbe halbe.
Jetzt kann man Politik sowieso nicht nach Umfragen jedenfalls dauerhaft erfolgreich gestalten. Aber ein Dilemma ist es. Und trotzdem muss das Dilemma aufgelöst werden. Und dann stellt sich die spannende Frage, nach welchen Kriterien wollen wir eigentlich vorgehen? Wollen wir uns jeden Tag eine Interessengruppe suchen, für die wir dann einen Antrag machen? Wollen wir jeden Tag an irgendeiner Stelle den Unmut aufnehmen? Daraus wird keine Lösung. Und deshalb haben wir als Landesregierung, und deshalb habe ich auch die Überschrift so gewählt für diese Regierungserklärung, uns entschieden, wir gehen nach einem Dreiklang vor. Vorsicht, Vertrauen und Verantwortung. Die drei Dinge sind unsere Richtschnur. So haben wir das in der Vergangenheit gehalten, und so haben wir das auch vor für die Zukunft. Und insbesondere haben wir das auch in dem von der Landesregierung beschlossenen Perspektivplan gemacht. Wir gehen in Schritten vor, wir überprüfen die Wirkung dieser Schritte und gehen dann den nächsten Schritt. Und meine Damen und Herren, auch ganz eindeutig, wer so vorgeht, der wird den Wettbewerb um die schnellsten Maßnahmen nicht gewinnen. Aber von einem bin ich überzeugt, er wird den Wettbewerb um die klügsten Maßnahmen gewinnen. Und genau das ist es, worum es hier geht. Und wenn es jetzt um die Frage geht, wie soll es weitergehen, dann ist es notwendig und richtig, sich einmal anzuschauen, wie haben denn die bisherigen Maßnahmen gewirkt. Und dabei sind für mich drei Bereiche sehr, sehr zentral wichtig. Erstens geht es darum, können wir die Überlastung unserer Krankenhäuser und Kliniken weiter vermeiden. Zweitens muss es darum gehen, wie kann es uns gelingen, die besonders Schutzbedürftigen, die berühmten vulnerablen Gruppen, besonders gut zu schützen. Und zum Dritten muss es darum gehen, wie können wir im Falle eines Infektionsgeschehens optimal nachverfolgen, um so dieses Geschehen in den Griff zu kriegen. Das sind die drei Kernpunkte. Und wenn Sie sich dieses mal ansehen, dann glaube ich, dass wir Anlass haben, uns zu freuen. Ich sage bewusst zu freuen. Ich sage Ihnen, wenn wir zu keiner Zeit unser Gesundheitssystem überlastet haben, wenn wir in den zurückliegenden Wochen auch nicht befürchten mussten, dass sie an eine Situation kommen, wo sie die Menschen nicht mehr ordentlich behandeln können, dann ist das nicht zuletzt im Hinblick auf Bilder aus vielen Ländern dieser Welt für mich die allerwichtigste Botschaft. Menschen in dieser Situation angemessen zu helfen, ist unsere Grundverpflichtung, bevor wir über alles andere reden. Auch beim Schutz der besonders gefährdeten Menschen können wir eine sehr erfreuliche Entwicklung haben. Und da will ich jetzt Ihnen einfach ein paar Zahlen mal vortragen. Auf dem Höhepunkt des Infektionsgeschehens in den Alten- und Pflegeheimen hier in Hessen, das war am 18. Januar diesen Jahres, waren allein in Hessen in diesen Heimen 3.096 Menschen infiziert. 3.096. Zwischenzeitlich bis zum Ende der vergangenen Woche konnte das kontinuierlich gesenkt werden auf nun 196. Meine Damen und Herren, das ist ein Rückgang von 93%. Das darf man, und das bitte ich Sie dann immer weiterzutragen. Verehrteste, wenn Sie die Zahl der Insassen sich anschauen, die sind nicht weniger geworden. Und im Übrigen, Sie haben ja nachher die Gelegenheit, Ihre Position darzustellen. Und das Thema ist ernst. Sie müssen sich jetzt entscheiden, ob Sie ständig dazwischenreden wollen oder erst einmal zuhören. Also, auch als Antwort auf diesen mit Verlaub überschaubaren Zwischenruf, dann schauen wir uns mal an die Infektionen der Menschen, die dort beschäftigt sind. Der Höhepunkt war am 25. Januar. Am 25. Januar waren 1.467 Beschäftigte infiziert, und die sind nicht alle gestorben. Wir haben am 11.3. 129. Das ist ein Rückgang von 91%. Und ich stelle hier ausdrücklich fest, die Maßnahmen haben gewirkt. Sie schützen effektiv, gerade die besonders Schutzwürdigen. Und das Ergebnis ist ein gemeinsamer Erfolg, über den wir uns uneingeschränkt gemeinsam freuen dürfen, meine Damen und Herren.
Drittens ist wichtig, dass wir auch zukünftig frühzeitig die Infektionen erkennen, Infektionsketten unterbrechen und möglichst punktgenau durch die Gesundheitsämter entsprechende Maßnahmen veranlassen können. Auch hier kann ich Ihnen sehr Erfreuliches vermelden. Hessen gehört zu den fünf Ländern in der Bundesrepublik, die mittlerweile alle Gesundheitsämter an ein einheitliches System angeschlossen haben und so auf modernstem Wege Informationen austauschen und Maßnahmen veranlassen können. Dieses sogenannte SAUMAS-System haben wir in einem Pakt für die Nachverfolgung als Land mit den Kommunen vereinbart und in wenigen Wochen durchgesetzt. Gleiches gilt für die Zahl. Sagen Sie mal, wir könnten ja über vieles andere reden, Sie sind so aufgeregt. Gleiches gilt für die Zahl der Nachverfolgungsteams. Die drastische Ausweitung dieser Nachverfolgungsteams ist wichtig, damit auch so die Infektionsquellen frühzeitig erkannt und Maßnahmen schnell eingeleitet werden. Wir stehen deshalb in diesem Bereich heute sehr gut da. Und ich bedanke mich ausdrücklich bei den Städten und Kreisen für die sehr erfolgreiche gemeinsame Aktion. Wir haben es in die Hand genommen. Wir haben Leute zur Verfügung gestellt. Wir haben die Brücke zur Nachschulung gemacht. Und die haben vor Ort sich toll eingebracht. Ein gemeinsamer Erfolg. Und deshalb, meine Damen und Herren, diese viel zitierte Kontaktnachverfolgung, z.B. in der Gastronomie, aber auch bei Veranstaltungen, werden wir hoffentlich sehr bald noch viel besser hinbekommen und vor allen Dingen ohne die vielfältige Zettelwirtschaft. Wir haben uns zwischen Bund und Ländern geeinigt, eine sogenannte Nachverfolgungs-App, Sie kennen die Diskussion darüber, zur digitalen Nachverfolgung im Ansteckungsfall einzusetzen. Da geht es nicht nur um Luca, da gibt es auch noch andere. Wir haben vereinbart, dass wir in der Ministerpräsidentenkonferenz, die wir jetzt fast alle zwei Tage machen, aber die soll am Montag sein, dazu eine einheitliche Position aller Länder haben. Und dann wird dies im Übrigen kostenfrei für alle eine wesentlich bessere und auch bequemere Lösung sein. Meine Damen und Herren, wir sind, ich hatte das erwähnt, wesentlich besser gerüstet, als dies noch im vergangenen Jahr möglich war. Und für den von der Hessischen Landesregierung vorgelegten Perspektivplan sind die Umstände, die ich eben genannt habe, die zentralen Bausteine. Und wenn wir davon sprechen, dass die weitere Entwicklung auch und gerade des pandemischen Geschehens, nicht zuletzt im Hinblick auf die Öffnungsfragen, genau diese Kernpunkte sind, dann ist dieses pandemische Geschehen natürlich auch mit der Inzidenzzahl in Verbindung zu bringen. Sie ist ein unverzichtbares Vorwarninstrument und sie ist eigentlich bislang die einzige Möglichkeit, die Dinge überhaupt vergleichbar zu machen. Aber das pandemische Geschehen ist mehr als die Inzidenzzahl. Das habe ich Ihnen dargelegt. Zu den Punkten, zu den dreien, die besonders wichtig sind, gehört natürlich dann auch der sogenannte R-Wert, regionale Unterscheidungen, Möglichkeiten einer Teststrategie, das Fortschreiten des Impfens, die Abwägung zwischen den Schutzbedürfnissen auf der einen Seite und auf der anderen Seite den Beeinträchtigungen unseres kulturellen, wirtschaftlichen, sozialen, privaten Lebens. Wenn Sie so wollen, eine Abwägung unterschiedlicher Grundrechte und die Wahrung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit. Und genau das meine ich damit, wenn ich sage, das ist das Prinzip von Vorsicht und Verantwortung. Meine Damen und Herren, viele tausend Bürgerinnen und Bürger schreiben oder mailen mir. Und ich mache dabei die Erfahrung, dass grundsätzlich eigentlich ganz breite Zustimmung zu dieser Grundposition ist. Sagen alle, jawohl. Aber das ist nur ein Teil der Wahrheit. Neben dieser grundsätzlichen Akzeptanz kommt dann immer der Wunsch, dass man doch gerade diese oder jener Gruppe, die alle über ein vorzügliches Hygienekonzept verfügen, doch endlich die Möglichkeit gibt, wieder zu wirken oder zu öffnen. Ich verstehe das sehr wohl. Am besten sag uns einen Termin ganz genau heute schon, was in 4,5 Wochen ist. Meine Damen und Herren, das kann verantwortlich zurzeit niemand sagen, wenn man nicht weiß, wie die Zukunft sich entwickelt. Also bleibt nur Orientierung zu geben. Und genau diese Orientierung haben wir mit unserem Perspektivenplan gegeben. Und wir haben immer gesagt, wir zeigen auf, was möglich ist, wenn das pandemische Geschehen es ermöglicht. Das gilt auch und gerade zum Beispiel beim Gastgewerbe, beim Hotel und bei vielen anderen.
In diesem Hause gibt es die Forderung, du musst unbedingt aufmachen. Ich habe Ihnen gesagt, welche Punkte dort abzuwägen sind. Wir haben in Blick genommen in unserem Plan, dass man zum 1.4. die Außengastronomie öffnen kann. Und oben drüber steht, wenn das pandemische Geschehen es erlaubt. Und genau darum geht es, meine Damen und Herren. Und wir haben solche Perspektiven, Sie kennen den Plan, können Sie alles nachlesen, natürlich auch in der Kultur, beim Sport, bei den Vereinen, bei den Veranstaltungen und auch im Einzelhandel gegeben. Gerade beim Einzelhandel hat Hessen sich sehr früh dafür eingesetzt, dass wir Click and Meet einführen. Das ist mittlerweile gut eingelaufen, das läuft jetzt eine Woche. Natürlich wäre es für den Handel noch viel besser, wenn man einfach die Läden aufmachen kann. Das können wir aber zurzeit nicht verantworten. Das kann man erst, wenn man sieht, wie die ersten Schritte sich ausgewirkt haben, um dann den nächsten Schritt zu machen. Und solange das so ist, meine Damen und Herren, auch das will ich nicht auslassen, müssen wir mit Wirtschaftshilfen wirksam helfen. Der Wirtschaftsminister hat die Zahlen vor kurzem dargelegt. Mittlerweile 92% der Novemberhilfe abschließend bearbeitet, ausgezahlt. Die Dezemberhilfe rund 84%. Die Überbrückungshilfe knapp 80 Millionen Abschlagszahlung und die so wichtige Neustarthilfe für die Solo-Selbstständigen. Dort haben wir über 35 Millionen ausgezahlt. Herr Ministerpräsident, erlauben Sie mir, auf die Redezeit hinzuweisen. Meine Damen und Herren, das sind gewaltige Beträge. Trotzdem weiß ich doch, dass viele, viele Gewerbetreibende, Freiberufler oder auch Solo-Selbstständige um ihre Existenz bangen, und zwar sehr ernst bangen. Ich bin sehr dankbar für die Hilfen des Bundes in dieser Situation. Aber auch das will ich nicht auslassen, bei allem Respekt vor der Schwierigkeit der Aufgabe und der Komplexität. Ich wäre noch dankbarer, wenn ich immer wieder aus Berlin Ankündigungen käme, die dann in der praktischen Umsetzung entweder nicht bedacht oder zu erheblichen Verzögerungen führen. Die Auszahlungen, Frau Kollegin, der Dezemberhilfen im März ist doch alles andere als eine Glanzleistung. Dafür können wir in Hessen gar nichts, da wir davon abhängig sind, dass der Bund die notwendigen Vorlagen macht. Und weil Frau Kollegin Faeser so deutlich Beifall sagt, liebe Kolleginnen und Kollegen, damit mich niemand missinterpretiert, hier geht es keineswegs nur um den Bundeswirtschafts- und den Bundesgesundheitsminister, die viel Kritik einstecken müssen, häufig auch unberechtigt. Aber, Frau Kollegin, extra für Sie, wahr ist doch auch, dass die ganze Bundesregierung das immer gerade so beschließt und verkündet. Insbesondere auch der Bundesfinanzminister, Ihr Kanzlerkandidat, der zum Beispiel verkündet hat, zum allgemeinen Erstaunen, 10,5 Millionen Impfungen pro Woche. Das schafft Erwartungen in der Bevölkerung, die niemand erfüllen kann. Und deshalb gilt die Mahnung insbesondere auch an diejenigen, die noch mehr politische Verantwortung tragen. Ich wäre froh, manchmal eine Meldung ein bisschen weglassen, vielleicht ein wenig später, aber dafür planbar und nachvollziehbar. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe auf die besondere Betroffenheit der jungen Generation und, was mir auch sehr wichtig ist, auch vieler Familien hingewiesen. Wir waren uns, und ich hatte den Eindruck, das war sehr breit in diesem Haus, doch alle darüber einig, dass es notwendig ist, die Schülerinnen und Schüler so bald wie möglich wieder in die Schule zurückzubringen. Das haben wir, wie versprochen, auch getan. Und wir haben Ihnen auch die weitere Entwicklung vorgestellt. Insbesondere die allgemeine Überzeugung, dass es doch sehr sinnvoll ist, den Schülern vor Ostern auch ab Klasse 7 noch einmal die Möglichkeit zu geben, in die Schule noch einmal zu kommen. Das hat zu unserer Entscheidung geführt, den Einstieg in den Wechselunterricht oder Präsenztage zum 22.03. vorzusehen. Hierzu hat uns viel Beifall erreicht, aber auch manche Kritik. Und nachdem insbesondere die Lehrerverbände uns ständig erklärt haben, wie wichtig der Wechselunterricht auch gerade ab Klasse 7 sei, sind es genau nun diejenigen, die uns mitteilen, dass sie es für völlig falsch halten, dass es jetzt für die Schulen und die Lehrer nicht zumutbar sei. Meine Damen und Herren, ich kann das beim besten Willen nicht nachvollziehen, und ich kann es und will es auch nicht akzeptieren. Die Entscheidung war richtig im Interesse der Schülerinnen und Schüler. Und wenn diejenigen, die uns die ganze Zeit erklären,
Das muss sein. Jetzt erklären, das geht nur, wenn Sie zuvor getestet oder geimpft sind und darüber hinaus auch die Schutzausstattung an den Schulen sehr viel verbessert werden müsse, ist das unredlich. Für die Lehrerinnen und Lehrer besteht seit Monaten das Angebot der anlasslosen, kostenfreien Testung. Das wird ja wohl hoffentlich niemand bestreiten. Das gibt seit Monaten alles schon. Und ganz nebenbei, die Schutzausstattungen an den Schulen für Lüfter oder ähnliche Geräte können die Schulträger doch längst anschaffen. Schon im September des vergangenen Jahres hat die Landesregierung 75 Millionen den Schulträgern dafür zur Verfügung gestellt. Aber, meine Damen und Herren, es ist nicht das Versäumnis der Landesregierung, wenn z. B. eine Stadt wie Frankfurt am Main bis heute nicht ein einziges dieser Geräte selbst angeschafft hat. Meine Damen und Herren, dann kann man den Vorwurf der Landesregierung jedenfalls nicht machen. Was sollen wir denn mehr machen, als das Geld zur Verfügung zu stellen, Sie zu ermutigen? Wenn Sie dann vor Ort es nicht wollen oder nicht können, dann müssen Sie sich mit denen auseinandersetzen. Aber der Vorwurf an die Landesregierung ist falsch. Meine Damen und Herren, wir werden nun auch zu entscheiden haben, wie wir reagieren, wenn wir an eine Inzidenz von landesweit 100 kommen. Das ist ja nicht völlig auszuschließen. Und ich sage Ihnen heute, selbstverständlich werden wir reagieren. Wir werden uns zu beraten haben, in welcher Weise. Und ich möchte gerne die Ministerpräsidentenkonferenz mit der Bundesregierung, die eigentlich morgen Abend sein sollte, die jetzt verschoben ist, noch mitnehmen, mit den Kolleginnen und Kollegen darüber auch beraten. Denn vor dem Problem stehen nahezu alle Länder. Und es wäre ja vielleicht nicht schlecht, wenn wir dort zu einer gemeinsamen Überzeugung kämen. Aber wir werden, das darf ich Ihnen sagen, rechtzeitig hierzu entsprechende Beschlüsse fassen. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich zum Schluss auf zwei Punkte noch eingehen. Bei all der Vielzahl der Erwartungen, der völlig gegensätzlichen Empfehlungen, dieses berühmten Dilemmas, das ich vorhin beschrieben habe, ist zu Recht die Lösung intensives Testen und beschleunigtes Impfen. Meine Damen und Herren, ein verstärktes Testen lässt nicht nur besser die Entwicklung der Virusinfektion erkennen, sondern schafft auch für den Einzelnen, jedenfalls an dem Tag, an dem er den Test macht, Sicherheit. Das ist nicht wenig. Man muss aber auch darauf hinweisen, dass die Diskussion hier völlig durcheinander geht. Wenn von Schnelltests die Rede ist, dann meinen die einen die Antigen-Schnelltests, die nur mit geschultem Personal durchgeführt werden können, also diese Stäbchentests, Nase und Rachen. Die anderen reden von etwas völlig anderem. Die reden von dem Selbsttest, wo ich mir an der Nase selbst diesen Test nehmen kann. Das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Und das wird in der Debatte munter durcheinander geworfen. Meine Damen und Herren, die Bundesregierung hat allen Bürgern versprochen, dass sie kostenlos sich testen lassen. Und ich bin froh, dass wir Sie wollen es ja nicht anders. Da ich ja dabei war, es war die Absprache zwischen dem Bundesgesundheitsminister und dem Bundesfinanzminister. Und warum war es der Bundesfinanzminister? Weil die Bundesregierung sich mit der Frage beschäftigt hat, was kostet eigentlich der Kram? Da muss man den Finanzminister fragen. Und dann haben Sie geguckt, wie war das denn mit den Testangeboten? Dann haben Sie sich Bayern angeguckt, dann haben Sie sich unsere Zahlen, Tests für Lehrer und Erzieherinnen und Erzieher angeguckt und kamen auf 2% der Bevölkerung. Sollte es zwischen 700 und 800 Millionen kosten. Das war die Grundlage der Kabinettsentscheidung. Und dann haben Sie gemerkt, wenn aber der Test der Schlüssel für Öffnung ist, dann schießt das vielleicht in die Höhe. Dann haben Sie die Sache erst einmal gebremst. Das ist jetzt nicht der höchste Punkt der Regierungskunst, aber schön groß. Das ist nicht nur eine Sache von Jens Spahn, sondern auch von Olaf Scholz. Kennen beide lang genug. Und ich sage es noch einmal, schauen Sie sich doch Ihre Wahlergebnisse an. Glauben Sie allen Ernstes, es bringt etwas. Wir werden alle gemeinsam darunter noch ziemlich zu leiden haben, wenn wir alles immer mies machen. Und deshalb will ich jetzt einmal positiv sagen, wir haben unter Führung des Sozialministers sehr früh mit der Ärztekammer, der Ärztlichen Kassenärztlichen Vereinigung, mit der Apothekerkammer, der Zahnärztekammer und den Kommunalen ein Konzept aufgebaut, wie es gehen kann, dass überall die Bürger ein solches Testangebot haben.
Ich bin sehr froh darüber, dass das heute in Hessen gut möglich ist. Sie können in der Homepage des Sozialministeriums können Sie das ablesen, nach Postleitzahl geordnet. Und seit einigen Tagen höre ich keinerlei Kritik mehr. Und das ganz zum Anfang zurück. Wenn Sie etwas völlig Neues machen, dann kann doch niemand erwarten, dass am ersten Tag alles sofort klappt. Nein, nach wenigen Tagen war das alles in Ordnung. Und das ist gut so. Und ich kann die Bürgerinnen und Bürger nur ermutigen, von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen. Und wenn wir so etwas haben, dass jeder Bürger, jede Bürgerin kostenfrei eine solche Chance hat, dann ist das doch kein Anlass, das zu kritisieren. Dann ist das ein Anlass zu sagen, Donnerwetter, das ist eine herausragende Leistung dieses Staates. Sie dient den Menschen und sie ist alles andere als kritikwürdig, meine Damen und Herren. Ich will aber auch sagen, für eine breite Teststrategie kommt aus meiner Sicht eigentlich nur der Selbsttest in Betracht. Ich will Ihnen das an einem Beispiel erläutern. Wenn Sie mit Stäbchentests arbeiten wollen und wollen z.B. nur die hessischen Schulen versorgen, dann müssen Sie rund 1.900 Mal geschultes Personal haben, weil Stäbchentest geht nur mit geschultem Personal. Wenn Sie es einmal die Woche machen, ist schon eine riesige Aufwendung. Wenn Sie es mehrfach machen, ein Vielfaches. Dies ist zurzeit logistisch und praktisch nicht machbar. Und niemand, den ich kenne, bestreitet das. Also muss der Schwerpunkt auf den Selbsttests liegen. Und diese Selbsttests sind aus meiner Sicht auch die Möglichkeiten, die wir in Zukunft ganz besonders ins Auge nehmen. Und hier will ich Ihnen sagen, die Hessische Landesregierung hat Vorsorge getroffen. Wir haben mittlerweile rund 14 Millionen oder 15 Millionen dieser Testkits besorgt. Die werden jetzt Stück für Stück geliefert. Wir sind also vorbereitet. Und wir wollen, und das kommt aus den Mitteln des Sondervermögens, was die Mitglieder des Haushaltsausschusses ja, glaube ich, auch alles schon gesehen haben. Wir beabsichtigen diese Selbsttests in den Schulen, bei den Lehrerinnen und Lehrern und bei den Erzieherinnen und Erziehern einzusetzen. Und ich will auch deutlich sagen, bei den Kosten von derzeit rund 4 Euro, vielleicht wird es ja mal billiger, pro Test, ist es ausgeschlossen, dass von Staats wegen, für welche Gruppe auch immer, wir mit Steuergeld alle Bürger so versorgen, dass sie entsprechende Anzahl von Testkits haben. Ich kann mir das nicht vorstellen, wie das gehen soll und wer das am Ende finanziell verantworten will. Wenn solche Testkits die Möglichkeiten erbringen, dass ich mehr Freizeitmöglichkeiten in Anspruch nehmen kann, da freue ich mich drüber. Wenn ich mehr Möglichkeiten habe, Veranstaltungen zu machen, dann finde ich, ist das ein probates Mittel, damit wir Stück für Stück wieder zu unserem Leben zurückkehren können. Aber für diese Möglichkeiten, nämlich auch der besseren Freizeitgestaltung, auch der Begegnung, kann nicht ein Staat grenzenlos haften. Und deshalb muss es dann selbst bezahlt werden, meine Damen und Herren. Auch das ganz deutlich. Das hört nicht jeder gern, aber wir werden irgendwann auch mal die Summe dessen, was wir ausgeben, zusammentragen müssen. Und deshalb, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bleibe dabei, diese Teststrategie mit den Selbsttests wird uns in sehr überschaubarer Zeit die Chance geben, deutlich mehr und breiter unser gesellschaftliches und privates Leben zu ermöglichen. Es ist ein Glück, dass wir mehrere Impfstoffe zur Verfügung haben. Es ist die beste Grundlage zum Schutz der Bevölkerung. Und es ist die Grundlage für berechtigte Hoffnung, dass wir diese Pandemie überwinden. Das verpflichtet uns natürlich alle, rasch umfassend alle Bürgerinnen und Bürger zu impfen. Und bis dahin sind wir sicher alle einer gemeinsamen Überzeugung. Jetzt wissen wir aber, dass es einen breiten Streit gibt. Und nicht zuletzt aus Zeitgründen will ich auf die absolut sinnlosen Erörterungen verzichten, ob die EU zu spät, zu wenig oder falsch gehandelt hat. Es hilft niemand. Ich will auch verzichten auf die Diskussion in der Bundesregierung. Hilft auch niemand. Ich will meinen Blick nach vorne richten. Hessen hat entsprechend den Empfehlungen, wie Sie wissen, zunächst die Hälfte der Impfdosen zurückbehalten, damit wir die zweite Impfung sicherstellen können. Dann wurden diese Vorgaben verändert. Seitdem verimpfen wir drastisch mehr. Und mittlerweile sind wir auch im Bundesdurchschnitt angekommen. Und ich bin sehr sicher, dass wir noch weiter steigen werden.
Und meine Damen und Herren, es gibt etwas, da bitte ich auch um Ihre Mithilfe. Die Menschen können fast täglich lesen, dass Millionen von Impfdosen in irgendwelchen Lagern sinnlos rumliegen, dass sie verschimmeln und die Politik einfach nicht in der Lage ist, zu impfen, was doch so sinnvoll wäre. Wer das liest, der muss sich ärgern. Der muss sagen, das kann doch nicht sein. Wir warten alle auf einen Termin und da liegen Millionen Sachen. Und die Wahrheit ist, es stimmt auch nicht. Es stimmt nicht. Man kann das ja an unserem Beispiel sehr schön sehen. Das Robert-Koch-Institut veröffentlicht jeden Tag die Anzahl der ausgelieferten Dosen. Aber die Anzahl dieser Dosen kann ja schon gedanklich nicht identisch sein mit der Zahl der Impfungen. Und all diejenigen, die zum Beispiel bis Ende März noch einen Termin haben, die sind natürlich mit den Dosen schon verplant. Die sind zwar noch da, aber die sind verplant. Und die kann man jetzt nicht wegnehmen, weil ja die, die dann schon einen Termin haben, plötzlich keine Dose mehr hätten. Ich glaube, da muss man nicht studiert haben, das kann man verstehen. Wenn Sie dann hinzunehmen, dass wir Lehrerinnen und Lehrer, dass wir die Polizei hochpriorisiert haben, für die extra Kontingente zur Seite legen müssen, dann kann man auch erklären, die Differenz zwischen Auslieferung und Impfvollzug. Und das ist auch richtig. Und deshalb, meine Damen und Herren, weil ich weiß, dass viele Bürger so etwas irritiert und teilweise auch ärgert, wäre ich Ihnen sehr verbunden darüber, weil ich dazu noch nie etwas anderes gehört habe, dass es darüber Streit gibt, wenn Sie auch in Ihrer Verantwortung als Abgeordnete vielleicht hier dazu beitragen, dass die Bürgerinnen und Bürger mehr Aufklärung und Erklärung erfahren. Ich kann mir nur wünschen, dass das geschieht, weil alles das, was dort an Vertrauen zerstört wird durch solche Meldungen, durch solche Beschreibungen, führt zu dauerhaftem Verlust an Vertrauen. Und ich glaube, dem müssen wir, wo immer wir können, entgegentreten. Meine Damen und Herren, gerade in den letzten Wochen erhalte ich viel Post zum Thema und zwei Themenkreise sind besonders auffällig. Da kommt dann die Frage, warum ist dieser und jener in dieser Priorität und der andere in jener? Warum gibt es überhaupt eine Priorität? Wer legt die eigentlich fest? Braucht man die? Was passiert mit Menschen, die nicht in einer Priorität sind, zum Beispiel vorerkrankt? Oder andere fragen, warum lassen Sie das nicht die niedergelassenen Ärzte machen? Das ginge doch alles viel schneller und besser. Und wenn man beides betrachtet, muss man sagen, das kann man gut verstehen, diese Fragen. Und wenn die Menschen nach wie vor auf diese Impfung angewiesen sind, und das werden sie ja noch bleiben, macht es aus meiner Sicht trotzdem einstweilen noch Sinn, sich nach den Vorschlägen der Impfkommission zu verhalten. Sie kennen alle die Prioritätsstufen, das muss ich Ihnen hier nicht entsprechend alles vorbeten. Aber ich nehme das Beispiel einer politischen Entscheidung. Das Vorziehen der Lehrerinnen und Lehrer und der Erzieherinnen und Erzieher hält die Impfkommission bis heute für schlicht falsch. Sagen die immer wieder. Wir haben dies aus politischen Gründen gemacht. Aber ich kriege Post und ich verzichte, das alles vorzulesen, wo ein älterer Mann mir schreibt und sagt, wieso habe ich immer noch keinen Termin? Bin ziemlich alt und vorerkrankt und junge, gesunde mit 20er werden geimpft. Das halte ich nicht für in Ordnung, sagt er. Und ich kann ihn gut verstehen. Und jetzt beginnt wieder unsere Aufgabe des Erklärens. Warum tun wir eigentlich was? Wenn wir deutlich machen, wir haben so entschieden, weil wir auf der einen Seite, wenn wir Schule und Kita öffnen, wir ein zusätzliches Risiko für die dort Bediensteten haben. Und wenn wir dann unserer Schutzverpflichtung besser entsprechen wollen, dann haben wir entschieden, die in eine höhere Gruppe zu nehmen. Wenn Sie es so erklären, bin ich nicht sicher, ob dieser ältere Mann, der mir geschrieben hat, das gut findet. Aber er hat wenigstens eine Erklärung. Und genau das ist unser Problem in vielen Bereichen. Wir müssen immer wieder diese Dinge darlegen, damit die Menschen noch mitkommen. Und das ist mein ganz, ganz vorrangiges Ziel. Und ich bitte Sie, da noch einmal ausdrücklich mitzumachen. Die niedergelassenen Ärzte, ja, selbstverständlich. Die schlichte Problematik ist, wir haben zu wenig Impfstoff. Und solange wir zu wenig Impfstoff haben, können wir nicht alle ausstatten, die das könnten.
Aber ich sage hier für die Hessische Landesregierung, wir sind uneingeschränkt der Auffassung, sobald es irgend möglich ist und verantwortbar, wollen wir die Regelversorgung in die Hand der niedergelassenen Ärzte legen. Das ist doch selbstverständlich. Wir haben überhaupt kein Interesse, länger als notwendig die öffentlichen Impfzentren fortzuführen. Es stellt sich aber ein paar Fragen, die bisher nicht gelöst sind. Sind die auch an die Reihenfolge gebunden? Oder, wie einige Ärzteverbände fordern, dass sie das nach ihrer eigenen Entscheidung machen? Da gibt es für beides Gründe. Noch haben wir eine Impfverordnung. Und ich hoffe, dass wir in dieser nächsten MPK, die noch in dieser Woche stattfindet, weil ich glaube, dass es keinen Sinn macht, von Land zu Land unterschiedlich zu regeln, wir diese Fragen regeln. Und möglichst einheitlich und möglichst ohne viel Bürokratie, damit so schnell es irgend geht, wir auch die niedergelassenen Ärzte einbeziehen können. Im Übrigen, auch darüber will ich Sie unterrichten, wir bereiten sehr intensiv die Einbindung der Betriebsärzte vor. Wir haben mit der hessischen Wirtschaft bereits die entsprechenden Dinge beraten und beschlossen. Die sammeln jetzt ihre Interessierten, melden zurück. Und wenn wir dann genügend Impfstoff haben und wenn wir eine Vorstellung haben, wie viel brauchst du für das Impfzentrum, wie viel für niedergelassene Ärzte und wie viel für die Firmen, dann werden wir unverzüglich diesen Weg beschreiten. Meine Damen und Herren, Sie sehen also, wir sind auf allen Ebenen unterwegs, damit wir hier vorankommen. Sie wissen, zumindest, vielleicht haben Sie es zur Kenntnis genommen, wir haben mit 52 Praxen in Hessen diesen Weg ja schon beschritten, die jetzt Erfahrung sammeln, die wir entsprechend ausstatten. Und wir müssen aufpassen, dass wir eine Gruppe nicht aus dem Auge verlieren. Die über 80, die über 70, die noch nicht geimpft sind, die dürfen wir jetzt nicht aus dem Blick verlieren. Es kann nicht so sein, dass nur derjenige, der jetzt wie auch immer beim Hausarzt drankommt, geimpft wird, sondern dass er sich darauf verlassen kann, dass er auch geimpft werden kann. Deshalb ist meine Position, wir werden für eine Übergangszeit beides brauchen, Impfzentren, niedergelassene Ärzte und natürlich auch die Betriebsärzte. Meine Damen und Herren, von allen Seiten wird eine verlässliche Planung erwartet. Ja, natürlich, ist doch völlig klar, darauf hat die Bevölkerung Anspruch. Und das ist auch unsere Pflicht. Aber ich möchte mal darauf hinweisen, verlässlich planen kann man nur, wenn man verlässliche Planungsdaten hat. Und Sie wissen, dass wir in vielen Bereichen nicht in der Lage sind, diese Dinge alleine zu regeln. Wir sind abhängig davon, was der Bund uns liefert, was Europa gibt. Wir sind abhängig davon, beim Impfstoff, mit welchem Impfstoff man wen impfen darf. Wir sind abhängig davon, dass die zuständigen Behörden diese Einschätzung nicht über Nacht wieder ändern. Das schönste Beispiel ist doch das, was uns gerade mit AstraZeneca passiert. AstraZeneca war die Hoffnung, insbesondere für die große Zahl der älteren Menschen, die zu Hause alleine oder jedenfalls nicht im Heim leben. All die anderen Sachen, die wir haben, sind nicht geeignet, weil man sie nicht stundenlang durch die Gegend fahren kann. Das ist ein Impfstoff, von dem ich höre, dass er nach wie vor als sehr gut bewertet wird, wo man das machen kann. Am Anfang hat die Impfkommission gesagt, über 65 geht nicht. Also konnten wir die dafür nicht einsetzen. Dann kam letzte Woche die Mitteilung, über 65 geht doch. Am Wochenende kam dann die Mitteilung, einige europäische Staaten haben ausgesetzt und gestern am Nachmittag wurde es auch für die Bundesrepublik Deutschland ausgesetzt. Das sind alles Dinge, für die kann eine Landesregierung gar nichts. Aber es ändert alle Planung. Ist doch völlig klar. Und dazu bitte ich, um gute Vorschläge immer, aber Diskussionen um Dinge, die eigentlich nicht streitig sein müssten, die sollten wir uns schenken. Und deshalb bleibe ich dabei, wir tun alles, was wir können, und wir sind erfolgreich. Und diesen Erfolg wollen wir im Interesse unserer Bürgerinnen und Bürger auch fortsetzen. Meine Damen und Herren, ich bin sehr zuversichtlich, dass wir im Mai so viel Impfstoff haben, dass wir breit impfen können. Ich bin auch zuversichtlich, dass wir 50 bis 60% der Hessen im Sommer durchgeimpft haben. Und wenn dann die Frage aller Fragen kommt, können wir im Sommer wieder in Urlaub fahren? Dann antworte ich, dass ich auch die Zukunft nicht vorhersehen kann.
aber sehr zuversichtlich bin, dass die Menschen nach so langer Zeit dann auch wieder in den Urlaub fahren können. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen nicht nur für die Aufmerksamkeit. Ich bitte Sie zum dritten Mal, helfen auch Sie mit, dass diese Gesellschaft beieinander bleibt. Die weitere Entwicklung ist nicht nur Sache der staatlichen Stellen, sondern auch das Verhalten der Gesellschaft und jedes Einzelnen von uns. Es bleibt dabei. Wir werden ein Land erfolgreich nicht mit Verordnungen, auch nicht mit der Bereitschaftspolizei in einem freien Land regieren können. Nur wenn die Menschen aus eigener Überzeugung sich im Wesentlichen an die Regeln halten, werden wir auf Dauer erfolgreich sein. Und deshalb, meine Damen und Herren, mit der gebotenen Vorsicht, dem Vertrauen darauf, dass die Menschen sich an die Regeln halten, und der Verantwortung. Und Verantwortung ist nicht die Summe aller Einzelinteressen, sondern der Blick aufs Ganze, werden wir diese Krise bewältigen. Wir waren und wir bleiben besonnen und zuversichtlich. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Ministerpräsident. Ich darf Ihnen mitteilen, dass die vereinbarte, zwischen Fraktionen vereinbarte Redezeit um rund 26 Minuten überzogen worden ist. Das bedeutet, ich runde mal freundlicherweise auch für die Oppositionsfraktionen, dass den Oppositionsfraktionen 7 Minuten jeweils zuwachsen. Ich darf erinnern, aus aktuellem Anlass, dass es im Plenarsaal eine Maskentragepflicht gibt und das bedeutet, dass die Maske auf Mund und Nase getragen wird. Ich darf also die Kolleginnen, die die Nase frei haben, bitten, die Nase zu bedecken.